Hey Bock, das Spiel. Endlich. Endlich. Wir spielen Malicious oder so. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe von dem Spiel noch nicht wirklich was gehört. Du schon. Ja, aber gehört. Gespielt hast du es auch nicht. Ich habe es auch nur wirklich nur davon gehört und einen Screenshot oder so gesehen. Der Leo ist nicht da, weil wir jetzt bei Mediakraft sind. Also ich mache den Witz jetzt, weil die Sache ist, irgendjemand wird dieses Video gerade zum ersten Mal von den ganzen Videos sehen, die wir ohne Leo gerade machen, und der wird den Witz geil finden. Also Leo ist nicht mehr da, weil wir jetzt bei Mediakraft sind und wir das zwar jetzt machen, weil Leo das nicht schön fand. Und eigentlich ist Leo krank. Das sieht voll hübsch aus. Das ist, das Spiel ist bekannt für seine hübsche Grafik, ja. Dann sage ich den blauhaarigen Anime-Jungen. Wollen wir Story-Mode oder Backstory? Read the background story about Malicious. Ja. Ja, bitte. Oh, nein. Game Menu? Es geht um eine verrückte Königin. Das weiß ich schon mal. Male, female. 3, continue, what? Ja, also das Ding ist halt wirklich so ein Ding, wo du einfach nur ein paar Bosse hast und die besiegst, dann ist das Spiel vorbei. Und es hat keinen. So ein bisschen Zelda. Was? Ja. Zelda? Naja, also es hat kein Voiceover. So ein bisschen scheiße, meinst du? Aber wo meinst du denn Zelda scheiße? Kannst du das nicht wegdrücken? Ja, ich mach ja. Kannst dich mal schneller drücken, Tom? So. Oh. Oh. Oh, da waren ganz viele Tipps. Ach nein, die Camera Control ist inverted. Ja, dann änderst du mal kurz. Kamera. Oh Gott. Worst. Und die nennen auch noch Inverted Normal. Das ist ja verrückt. Wie komme ich wieder? Ohne. Nee, ist ja immer noch. Ja, da hat man, da habe ich auch mal ein Problem mit zu verstehen, was jetzt was bedeutet. So, jetzt müsste es aber eigentlich. Ja, speichern. Das muss ich mal kurz. Ja, schon besser. Okay. So, da hier. So, hier Tipps. Zieh mein Schwert. Guck dir, oh Mann, da waren alles. Oh. Was nein, nicht. So, geh nochmal zu dem Typen nochmal bitte. So, jetzt gucken wir einmal kurz die Steuerung an, bevor du da reingehst, bitte. Das wird doch sonst ein Desaster. Weil Jumping. Krass. Und wenn, Alter. Wenn du den linken Stick drückst, dann kannst du auch noch diven. Im Jump. Okay. Erstmal der triumphierende Platz. Viereck, meinst du? Das triumphierende Viereck. Die triumphierende Viereck-Taste beim PlayStation-Controller. Der Englisch ist wirklich furchtbar. Slate. Aber nett. Neat. Oh Gott, es sind die. Oh. Was? So Rüstung würde ich meinen Soldaten aber auch geben. Können die einfach tot picken. Wie fängt das Spiel denn an? Naja, das ist also, das Spiel hat halt keine Story, sondern du bist. Wie, das ist das Spiel. Du hast, glaube ich, 6 solcher Gebiete, wo du einen Boss hast und viele kleine Viecher und dann killst du die und das war's. Okay. Ja, eine halbe Stunde hast du dafür Zeit. Und es leckt, habe ich mir sagen lassen. Es leckt. Ach Gott. Aber das scheint ein Leck zu sein. Drück mal linken Stick. Krass. Aber das scheint ein Leck zu sein, der Spiel einfach nur langsamer macht. Ja. Directional button, switch attacks and actions. Ah. Wie man sie einfach mal. Ja, das ist doch aus Nier geklaut. Das ist doch aus Nier geklaut. Ich hab nur die beiden leider gerade. R1? Was war das? Und keine Ahnung. Auf Kreis blockst du, ne? Ja, okay. Ich ja jetzt da, guck mal, da war Quick Attack und Power und gab sogar Kombos. Okay, da musst du mal ein bisschen drauf achten. Ja, das ist echt ein schönes Tutorial. Einfach mal alle 5 Sekunden irgendwelche Tipps unten rechts einblenden. So, dann mal. Also mit R1 visierst du die, glaube ich, an. Da hast du den Boss anvisiert. Okay. Let's do this! Oder auch nicht. Mann! Ah, ich kann nur in der Luft. Ah, Left Stick und Kreis ist Dodge. Also wenn du irgendwo hinguckst und dann Kreis drückst. Okay, ich glaube, das dauert ein bisschen. Sein Leben, das so, oder? Ja. Oh Gott! Deswegen hast du eine halbe Stunde Zeit. Dead Kamera. Ja.
Das ist ja wie Demon's Souls hier in Overdrive. Ja, das wäre jetzt auch mein Vergleich gewesen. Also ist wie Demon's Souls. Hast du gerade geblockt, Alter? Ja, ne? Crazy. Crazy, ne? Das hätte ich auch von Demon's Souls gelernt. Ja, was denn? Drück R1. Press R1 twice. Das ist einfach nur die Kamera irgendwie. Darauf weist er mich hin? Ja. Das ist ein komisches Spiel. Aber wenn du jetzt R1 drückst, dann siehst du halt den Boss wieder an. Ah, ich glaube, das heißt, dass der dich angreifen will. Also wenn, wenn du von jemandem angegriffen wärst, kannst du den mit R1 anvisieren und dann halt mit Kreis ausweichen. I think. Oh. Oh, du hast keine Beine mehr. Du bist explodiert. So ein brutaler Kackscheiß. Ach so, und deswegen die drei Continuous. Nein, jetzt hat er meine Waffe automatisch wieder geändert. Ja, aber wechsel doch einfach wieder. Cool. Ja, du kannst doch einfach mit den Fäusten wechseln, oder nicht? Das macht cool er aus. Da. Ja, cool aussehen tut's. Bin mir nicht so sicher, ob ich gerade Spaß habe. Yeah, I know what you mean. Also, weiß nicht, merkst du das so ein bisschen? Yes. Es erinnert mich tatsächlich vom Movement her ein bisschen an Gravity Rush auf der PlayStation Vita. Ist mir gerade auch eingefallen, als du dann da lang gerannt bist. Nur war das halt deutlich schneller. Man kann nicht niemanden anvisieren. Drück mal zweimal R1. Oh, okay. Nee. Wechsel einfach. Halt mal R1. Oh, oh. Aha. Explore mal. Vom, die Kleinen bringen mir doch nee. Gar nichts, oder? Die sind nur Ablenkung. Aber man kann nicht wegrollen oder so. Ja, man dodgt halt, ne? Du gehst doch. Nee, ich kann nur blocken. Musst du vielleicht einfach links, also in die Richtung drücken und Kreis gleichzeitig? Also. Nee, das mache ich ja schon. Also ich meine auch nicht ach so nach links. Da. Ja, okay. Das weiß ich. How they think. Ja, den kriegen wir schon noch tot, wenn er gut ist. Also nicht. Da haben die all dieses Zeug hier drumherum gebaut. Für diesen einen Kampf. Ja. Es sei denn, alle anderen Kämpfe finden auch in dieser Arena statt. Oh! Could be up to something. War das bei PS Plus dabei oder wie war das gekommen? Das war PlayStation Plus, ja. Was ja nett ist, ich meine. Es war aber nie Vollpreis, das war schon immer so ein Download. $10. Was macht er gerade? 10 oder 15. Ich glaube, wir waren jetzt im Super Saiyajin. Phase 2, oh Gott, sieht genau gleich aus. Hätte wenigstens den Nebel irgendwie rot machen können. Sieht oh, geil aus, weißt ja, du? Ja, das würde ich gerne können. Also ich bin mir sehr sicher, du bekommst von... Ich glaube, das auch gelesen zu haben, dass du halt von jedem dieser Bosse eine Fähigkeit bekommst. Aha. Ich dachte, ich muss sie besiegen, damit ich meine tote Freundin wiederbeleben. Das wollte ich auch was gerade machen, den Witz. Die sind beide so originell. Ist echt schade, dass die PS3-Version von Shadow of the Colossus halt nicht so gut wie die PS2-Version ist. Hä? Wieso nicht? Nein, wegen diesen Klettern, das ist halt... Hä? Weiß ich gar nicht. Nee. Bei der PS3-Version weiß niemand warum. Und das wurde schon getestet und das ist tatsächlich so. Bei der PS3-Version ist es so, dass sich Wanda, der Hauptcharakter, schneller oder leichter umherwirbeln lässt. Das heißt, wenn die Kolossi irgendeine Bewegung gemacht haben und Wanda in der PS3-Version sich währenddessen trotzdem noch festgehalten hast und du währenddessen trotzdem noch angreifen konntest, ist es bei der PS3-Version so, dass diese Bewegungen schon reichen, dass Wanda umhergeworfen wird und du halt nicht mehr angreifen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja. Das hat so nichts gehört von dem, was ich gesagt habe, oder? Doch, doch. Okay. Ja, lässt sich leichter umherwirfen. Genau, und das ist halt ein großer Unterschied. Weil die PS3-Version wesentlich frustiger ist als die PS2-Version dadurch. Hm. Also sie sind immer noch grandios. Das möchte ich nicht damit sagen, dass sie schlecht ist. Aber nicht ganz so grandios wie die PS2-Version. Nächsten Monat gibt's die HD Collection davon auf PlayStation Plus. Echt? Ja. Was? Ja. Geil. Und noch irgendwas anderes.
Aber es ist wirklich krass, was die einem alles da hinterher schmeißen inzwischen. Oh, Jesus. Das ist übrigens voll langweilig gerade. Ja, aber du bist fast tot. Wenn du jetzt stirbst, gehe ich. Yay! Juhu! Ach komm, mittlerweile ist der Nebel auch rot. Ja, ist zum Schluss jetzt nochmal rot geworden. Wahrscheinlich macht er nochmal mehr Damage oder so. Oh, ich finde es mal voll schlimm, wenn die dann so leiden. Hau doch jetzt nochmal drauf. Zwei sehr entgegengesetzte. Erlöse ihn. Schlimm, wenn sie leiden. Schneiden den Finger ab. A. C. Das ist doch aber total hier Contradictionary. Was? Na, weil je mehr Enemies ich kille, desto mehr Time brauche ich ja. Nun, Tom, da könnte es natürlich sein, dass das die Herausforderung ist. Weil ich wirklich die Fist bekomme. Und Rush. Ja. Okay. Das ist malicious. Ich würde ganz gerne noch kurz nachgucken, ob es jetzt wirklich in der gleichen Umgebung ist. Ja. Ih, sein Arm. Ja, da hast du jetzt deine neue Fähigkeit, oder? Das sieht voll widerlich aus. Ach so, Partsloss. Ich glaube, immer wenn du getroffen wirst, verlierst du einen deiner... Das sieht trotzdem voll widerlich aus. Als ob so ein Alien-Ding irgendwo da drin wäre. Ich finde das Gesicht ekliger als den Arm, um ehrlich zu sein. Das Anime-Gesicht. Na. Oh ja. Das ist wirklich voll Shit auf der Kolossus. Ja. Gut, Tom. Was denn? Da waren gerade 18 Fenster mit Kombos. Ja, wir wollen ja nur gucken. Ja, okay. Hier, oder? Oh, sieht nach was anderem aus. Das royale Battle Escort. Oh Gott, wenn es Escort schon im Namen hat. Oh Gott. Apropos, wir sollten immer noch, Was? Battle Knight Sword. Black Knight Sword? Nee, Net Knight, Was denn? Mit Gretchen und mit... Ach so, Nee, ist tatsächlich ein anderes... Ist eine andere Umgebung, aber trotzdem nicht sehr viel anders. Da, guck mal, die haben jetzt komische Augen, komische Schnäbel. Und sehr, sehr große Waffen. Das ist ein bisschen Overkill. Da ist ein Dude. Jesus Christ. Es ist Demon's Souls, der Tower Knight cool. Im Overload-Modus. Fuck me. Na gut, den töten wir jetzt aber nicht mehr. Nee, ich mach nur hier, ich will noch die mach Powerful... Nee, ich mach doch. Achso. Ja, Wahnsinn. Krass. Nee, nicht gleichzeitig die Pfeife. Doch. Nein. Doch. Nein. Tom, pack gerade die Controller anders an, um dann 4 und 3 gleichzeitig zu drücken. Das stand 4 plus 3. Ja, außerdem hat es ja auch gerade geklappt. Stell mir gerade vor, wie du so in Devil May Cry so alle Knöpfe ganz gleichzeitig. Warum gehen die Kombos nicht? Es ist doch manchmal in Spielen so, dass man eine Special-Attacke mit 2 Knöpfen macht. Ja, aber nicht in einer Kombo. Ja, malicious.